So, wir spielen Battlefield of Eternity. Eigentlich mal wieder eine gute Möglichkeit, hier einen Magier zu spielen. Wir sind relativ weit oben. Li Ming wird sich über Aufmerksamkeit von mir freuen. Wo ist sie? Da ist sie. Genji verbannt. Dieses Reich braucht mich. Hab ich gar nicht den Superskin? Meine Klingen gehören euch. Wir werden ein neues Schicksal schmieden. Kann ja auch kein Tank oder Heiler spielen. Ich bin bereit. Oh, der spielt gerne Li Ming. Hätte dann so ein Wort gesagt. 102. Ich muss zur Tatschrank gehen. Nichts hält den Schwarm auf. Heiler ist jetzt auch nicht unbedingt seine Priorität. Man könnte Tyrande spielen als Solo-Support, das geht inzwischen. Sieg den Verlassenen! Genau dieselbe Frage kann man dir jetzt auch stellen, warum du das nicht machst. Liegt doch auf der Hand. Einfach weil du keinen Bock hast. Deswegen hast du auch gefragt. Warum spielt niemand, warum hat niemand einen Supporter genommen? Ich könnte ja den Supporter nehmen, aber ich möchte selber nicht, weil ich möchte lieber verlieren. Na gut. Diener der Hölle stärker werden? Na gut, haben wir wieder die Arschkarte, aber ist egal, wir werden es versuchen. Alle Präsenz. Ich glaube, das ist wieder irgendein Fehler. Meinst du, Warners geht jetzt nicht mal Top-Lane? Willst du mich verarschen? Okay, ganz ruhig. Letztes Spiel haben wir selber versaut. Jetzt hat die Gruppe das Spiel versaut. Sonja könnte auch nach oben gehen. Geht aber keiner nach oben. Wir wollen hier direkt drauf gehen.
Waller ist AFK. Bestens. Sind wir mir kein Heiler. Warum nicht? Mal zurückgehen. Aber wollen die mich verarschen? Da geht keiner von denen hoch, oder? Was sind das für Deppen, ey? Wollen die mich verarschen? Wir haben zwei Solo-Länder und keiner geht hoch? Also ich mach's bestimmt nicht. Sehe ich gar nicht ein. Mann, du gehst gefälligst hoch. Aber wollen die mich verarschen? Zwei Level hinten, weil die Spieler, die das machen sollen, nicht hochgehen. Den Arsch ist das Ding. Also das verstehe ich nicht ganz. Was ist das hier? Was ist denn das für eine dumme Taktik, die wir hier haben? Mein Zorn ist keineswegs besänftigt. Ich werde zurückkehren und die Himmel werden brennen. Nichts mehr von übrig.
Kein Mana mehr. Such dir ein Talent aus. Ich muss mich zurückziehen. Das ist so eine dumme Taktik, echt. Wenn ich meine alten Meister jetzt sehen kann. Ich setze das einfach voraus, dass die Leute, halt einfach auch mal, selbst wenn ich jetzt sagen würde, die haben ja unendlich oft gepinkt, dass sie nach oben gehen sollen, haben sie aber nicht gemacht. Jetzt bin ich hier quasi unten und mache die Solo-Lane, was mega geil ist. Sylvanas ist so dumm, was die macht, ey. Blutrausch! Zieht euch zurück! Du bist tot. Haha! Na gut, spielen wir das Ding einfach zu Ende. Schade drum. Da krieg ich von mir einen fetten Report rein. Sollte ich überhaupt hier sein? Stetiger Veränderung. Genau wie ich. Wenn es leicht wäre, würde es. Gegner getötet. Ich scheine euch überlegen zu sein. Doppelt hält besser. Talent wählen. Aber ZZ. Was haben wir geschafft? Tiefe Wunde. Doch das reicht nicht aus, um einen Engel zu Fall zu bringen. Ich muss aufpassen, was da gleich. Also das ist ein absolutes Desaster hier. Die Sylvanas ist so ein schlechter Spieler. Jetzt wissen wir auch, warum der keinen Tank hat. Weil er glaubt, dass er mit solchen Aktionen einfach was erreichen kann. Mann. Fast.
eine Explosion. Na, gute Nacht. Gut getötet. Ich muss mich zurückziehen. Chaos! Ihr Engel war nie mehr als nur Insekten im Angesicht der brennenden Hölle. Oh je. Ich geh mal back. Wir können zum Brunnen gehen. Ah, Gottes Willen, ey. Die Sylvanas, ey. Ohne Witz. Was hättest du nicht machen brauchen, Junge? Wenn es leicht wäre, ich verweile niemals zu lange am gleichen Ort. Noch bin ich nicht Level 16, das wird auch wahrscheinlich nicht mehr funktionieren, dass wir Level 16 werden. Ja, Arcana Orb, Arcana Orbit ist das nächste, was wir spielen, aber es ist unmöglich mit meinem Team zu gewinnen. Die Sylvanas hat so viel Erfahrung mit Assassinen, spielt aber einen Dreck zusammen, das gibt's gar nicht. Und die Valla, naja, die Valla geht eigentlich, könnte schlimmer sein. Wieder ein Dorftrottel-Team erwischt, aber vom Feinsten. Oh, jetzt haben sie mich mal erwischt. Schöner 4. Ah, den Gudan, den Gudan. Jawohl. Kriegst du auch noch. Kill him. Jawohl, kill him too. Los, 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 los. Jawohl, schön gemacht von Sonja. Sehr gut. So muss das sein. Glück, dass wir das, die Dummheit von Sylvanas und Valla so ein bisschen kompensieren. Aber eigentlich ist es nur Sylvanas. Die spielt echt nicht gut. Okay, Level 20 Tyrasha-Elemente. Zeitsturm ist auch cool, aber wir werden jetzt Tyrasha-Elemente spielen. Sieht so aus, als ist heute nicht der Tag, an dem ich sterbe. Sonja hat uns gerade den Arsch gerettet. Wenn wir jetzt das Keep bekämen, das wäre natürlich mega gut, aber... Fang schon mal an. Ein vor weniger. Gegen den Kill Knife. Ihr seid es fast nicht wert.
Zögere das Unvermeidliche nicht hinaus, Franklin. Boah, hat die Glück gehabt. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. Ha, ich wusste, das würde schnell gehen. Oh, da bin ich genau reingerannt in den ganzen Schmodder, habe ich überhaupt nicht gesehen. Na, der erkauft uns Zeit, jetzt stirbt er leider. Doch keine Zeit erkauft, jetzt werden wir wahrscheinlich das Keep unten holen. Unlucky, habe ich nicht gesehen, dass ich den ganzen Damage von Gudan schon kassiert hatte, aber hat er gut gemacht. Unlucky, ja, jetzt werden sie halt das Keep holen, ne, logisch. Sekunden. Oh, ist das bitter. Jetzt ist sie tot. Nice. Du musst es deaktivieren. Deaktivierst. Du kannst es deaktivieren. Du musst es deaktivieren. Die hätte es deaktivieren können. Warum deaktiviert sie denn den Ulti nicht? Das ist deaktivierbar. Das ist sie auch tot, weil sie falsch läuft. Auweia. Oh Mann, ey. Oh. Wieder ein Fehler gemacht und Spiel verloren. Los, gleich nochmal. Das kann doch nicht sein, ey. MVP. Oh meine Güte, ey. Was hab ich denn für Schwachköpfe im Team? Das geht doch nicht, ey. Allein die Sylvanas, was die im Early Game gespielt hat, ist einfach unglaubliche Scheiße. Er hat die Möglichkeit, ne? Also er kriegt definitiv von mir hier Reports ohne Ende ins Gesicht. Was soll denn ihr Scheiß, Mann? So ein blöde Kacksau, ohne Witz. Das kann doch nicht sein, ey. Ich meine, wir pingen am Anfang. Ja klar, die Strategie hätte wahrscheinlich sein können, dass wir das Kipo und Sagare oben das Kipo traden lassen, aber meine Güte, wir hätten das Spiel gewinnen können. Echt. Vielleicht auch mit Heiler, vielleicht auch ohne Heiler, das können wir jetzt am Ende des Tages nicht sagen. Schade, ich habe da überhaupt nicht gesehen. Ich war nur in der Zone im letzten Teamfight den Gudan um mich zu erwischen, aber dann hat er mich erwischt und dann habe ich nicht gesehen, dass ich schon die halbe Lebenspunkte verloren hatte. Unlucky. Wieder so eine unglückliche Niederlage, weil wir den letzten Teamfight einfach weggeschmissen haben. Schade. Naja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.